Bundesrätin, welches Fazit ziehen Sie von dieser Umweltkonferenz hier in Nairobi? Der Zustand der Umwelt weltweit ist besorgniserregend. Umso wichtiger sind solche Konferenzen, wo man zusammenkommt, weil Boden, Luft, Wasser, das kann man nur gemeinsam regeln. Und an solchen Konferenzen versucht man, globale Regeln aufzustellen, an die sich dann alle halten müssen. Die Schweiz ist gut aufgestellt. Ich denke, wir haben sehr viel zu bieten. Wir haben viel Know-how. Wir sind gewohnt, auch Bündnispartner zu suchen, Allianzen zu schmieden. Immerhin hat die Schweiz jetzt zusammen mit Mexiko es geschafft, dass man die ganze Thematik der Rohstoffe mal genauer anschaut. Es gibt also Fortschritte bei der Rohstoffthematik. Was nicht gelungen ist, waren Fortschritte für ein Regelwerk in Sachen Geoengineering. Ja, die Schweiz hat versucht, das Thema Geoengineering, also das Versprühen von Partikeln in die Atmosphäre, dass das mal auf den Tisch kommt, dass man die Informationen sammelt, dass man Chancen und Risiken anschaut. Da gab es keinen Konsens. Das ist natürlich schade, weil ich denke, das sind wirklich Versuche, die man hier macht, ohne überhaupt die Auswirkungen zu kennen. Aber wir werden weiter dafür kämpfen. Wir müssen halt manchmal zweimal einen Anlauf nehmen und das wird auf jeden Fall weitergehen. Das Thema ist zu wichtig und zu allenfalls auch problematisch, als dass wir da einfach wegschauen können. Den haben wir heute gehabt, vor allen Dingen hier in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, im Moment noch in Berlin, Potsdam, auch noch Leipzig ist dabei. Dieses Regengebiet, das wird langsam weiter nach Osten ziehen, teilweise wird Schnee draus. Hier im Süden, da ist es nur noch Schnee und dann haben wir noch etwas, was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe hat mit Wetter so nichts zu tun. Das Klima mit Umweltverschmutzung zu retten, auf diese Idee muss man zuerst einmal kommen. Für Chemtrail-Aktivisten jedoch ist das keine Idee mehr, sondern bereits Realität. Ich heiße Dietrich Klinghardt, ich bin Arzt, habe in Freiburg studiert und meine Doktorarbeit gemacht über das autonome Nervensystem. Meine Haupttätigkeit in den USA, wofür ich bekannt bin, ist, dass ich eine Klinik habe, die sich spezialisiert auf das Entgiften. Zu uns kommen aus der ganzen Welt Leute mit chronischen Erkrankungen. Und wir haben gefunden, dass der Fallout von den Chemtrails heute die wichtigste Vergiftungsursache ist bei Menschen und zu einer ganzen Palette von chronischen Erkrankungen führt. Dazu gehört bei Kindern der Autismus, die Lernstörung, bei Erwachsenen die ganzen Erkrankungen des Nervensystems, MS, ALS, Parkinson, Neuropathien und die ganzen degenerativen Erkrankungen des Gehirns. Dass der Aluminiumgehalt in unserem Nervensystem in den letzten Jahren exponentiell angestiegen ist, lässt sich also nicht mehr wegwischen durch die Unterarm-Deo-Theorie oder durch die Aluminiumkochtöpfe, sondern lässt sich nur noch erklären durch die Chemtrails. Ein solcher Vulkanausbruch ist das Vorbild für einen anderen Vorschlag zur Klimarettung. 1991 spuckte der Pinatubo Unmengen an Schwefeldioxid aus, das 12 Kilometer hoch bis in die untere Stratosphäre aufstieg. Dort verteilte sich das Gas um den ganzen Globus und senkte vorübergehend die mittlere Erdtemperatur um 0,5 Grad Celsius ab. Und das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Zwar behaupten die Befürworter, in so großer Höhe sei die Lebensdauer des Gases zu kurz für ein Absinken auf die Erdoberfläche. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Umschichtungen in der Atmosphäre könnten für eine böse Überraschung sorgen. Sie halten hier heute einen Vortrag zum Thema Chemtrail. Was versteht man darunter?
Chemtrails sind sozusagen Flugzeugstreifen, die aber gegenüber den herkömmlichen Kondensstreifen komplett ein anderes Aussehen, Wirkung, Dauer auf dem Himmel hinterlassen. Dieses Wissen ist eigentlich schon sehr lange bekannt, wird aber nach wie vor von den Politikern gerne links liegen gelassen. Es gibt also sogenannte Verschwörungstheorien, die aber mittlerweile durch sehr viele Messungen, Austestungen von diesen Fallout, von den Chemtrails, die da oben versprüht werden, sind einfach Sachen bekannt, was das für eine negative Auswirkung für die Gesundheit der Menschen hat. Was sind da eigentlich die Hintergründe? Das ist eine gute und berechtigte Frage, die immer wieder gestellt wird. Der Sinn und Zweck davon ist ein sogenanntes Global Dimming. Man versucht also hier mit diesen künstlich geschaffenen Wolken die Sonneneinstrahlung entsprechend zu reduzieren, sodass also durch diese Aluminiumpartikel und das Bariumsalz, was da mit ausgesprüht wird, die UV-Strahlung der Sonne, die auf die Erde reinkommt, ganz schlicht und einfach zu reduzieren. Mit dem Hintergrundgedanke, wenn wir die sogenannten Treibhausgassituation auf der Welt durch die reduzierte Sonneneinstrahlung entsprechend mindern, dann können wir weiter so wie bisher mit unseren Öl- oder sonstigen Verbrennungsmotoren problemlos weitermachen, ohne zum Beispiel das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben. Was kann da passieren? In Amerika ist es mittlerweile bekannt, da hat es ja schon vor längerer Zeit angefangen, dass diese sogenannten Streifen, der Fallout dieser Streifen Probleme verursacht bei Menschen, die zum Beispiel im Freien sind, wenn also diese Fasern, die man also wirklich schon sehen kann, wenn sie auf Wiesen, Sträucher, Bäume oder so runterkommen, wenn die mit der Haut Kontakt herstellen, dann entsteht ganz schlicht und einfach eine Verbindung auf der Haut und das kann zu einer entsprechend starken Hautreizung führen, speziell wenn man sie einatmet im Lungenbereich. Man kann also von Nasenbluten angefangen bis zu Keuchhusten, bis zu gröberen Problemen, Hautekzemen sozusagen die Auswirkungen beobachten und die kriegt man mit der herkömmlichen Medizin ganz schlicht und einfach nicht weg. Offenbar wissen wir viel zu wenig über die komplexen Zusammenhänge in der Natur und deshalb sollte man sich vor solch massiven Eingriffen hüten. Ich komme aus dem Energiesektor. In den frühen 1980er Jahren arbeitete ich im allerersten Solarkraftwerk, das in den USA gebaut worden ist. Und ich war auf der Titelseite des größten Magazins für erneuerbare Energien. So viel zu meiner Vorgeschichte. Mein Ziel ist es, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ja, zu wecken, denn es fallen ohne den geringsten Zweifel Berge von giftigen Metallen auf uns herab. Bis vor etwa 5 Jahren war unser Himmel meistens strahlend blau. Jetzt ist er meistens mit Streifen und Nebelschwaden bedeckt. Fast nichts von dem, was da zu sehen ist, sind natürliche Wolken. Das sind alles Rückstände dieser Flugzeugstreifen, die dann ausfächern und sich zu künstlichen Wolken sammeln. Der Himmel bekommt dadurch ein trübes Erscheinungsbild. Da bleibt kaum was von dem klaren blauen Himmel mit den satten Wolken übrig, die es noch vor ein paar Jahren gab. Vielmehr sieht es aus, als gäbe es da hinten einen paffenden Fabrikpark oder Waldbrände. Das sieht hier jeden Abend so aus. Auch auf Bodenhöhe nimmt die klare Sicht drastisch ab. Doch wir sehen diesen trüben Himmel nur an den Tagen, an denen wir diese langen und lange verweilenden Kondensstreifen haben. An manchen Tagen sieht man diese Streifen auch senkrecht runterhängen, wie Schleier. Die logische Annahme ist, dass dann diese Partikel runterkommen. Es ist ein schwieriges Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Es ist ein trauriges Thema, wenn man denkt, dass Menschen, andere Menschen versuchen, und nicht nur versuchen, sondern tatsächlich chemisch, physikalisch, radioaktiv und so weiter bestrahlen, die Gesundheit ruinieren. Und wenn wir an Kindeskinder denken, dann wird es überhaupt eine schaurige Sache. Die Teilnehmer lauschten gespannt den Ausführungen des Umwelttechnikers und waren erschüttert über das brisante Material, das bei diesem Vortrag gezeigt wurde. Sie haben heute hier auch an diesem Vortrag zu dem Thema Chemtrails teilgenommen. Wie wichtig, glauben Sie, ist Aufklärungsarbeit zu diesem Thema? Ja, diese Aufklärungsarbeit ist absolut wichtig. Das betrifft ja die ganze Menschheit und besonders die Bevölkerung von Großstädten. Ich meine, ich habe schon ein bisschen was gewusst, aber diese Fotos sind ja fürchterlich. Besonders zum Beispiel das, wo eine Wolkendecke schon vorhanden ist, sodass der Beobachter von der Erdoberfläche aus nichts sieht als die Wolkendecke. Und drüber dampft das nur so in die Gegend, der raucht das in die Gegend hinein. Also es ist haarsträubend.
Ja, ich denke, dass das schon wichtig ist, weil es speziell auf die Gesundheit geht und ich auch in dem Bereich tätig bin. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und es ist schon im Gegensatz zu früher, ich bin ja schon jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten und früher waren diese Kondensstreifen von den Flugzeugen nicht so, wie das jetzt ist und da ist sicher was dahinter. Es ist halt schwierig, da konkrete Informationen zu kriegen, weil das scheinbar irgendwie verhindert oder unterdrückt wird. Ja, ich denke, das ist extrem wichtig. Also ich habe das auch noch nie so in dieser Deutlichkeit gehört, also oder auch gesehen in so komprimierter Form in dem Vortrag. Ich bin zwar mit dem Thema vertraut, aber dass es diese, sage ich mal, Ausmaße schon angenommen hat, war mir auch nicht bewusst. Und ich finde es extrem wichtig, dass man da die Leute informiert und wie gesagt auch die Information öffentlich verbreitet. Ich finde es sehr wichtig. Ich habe mit Leuten gesprochen, die nie in den Himmel schauen und keine Ahnung davon haben. Keinen blassen Schimmer. Das ist gewöhnliches Schneeschmelzwasser und die Leute trinken es während des Bergsteigens. Bedenken Sie, dass das Gesetz einen Maximalwert von 1000 Teilchen pro Nanometer vorsieht. Wir haben hier das 61-fache davon. Und unsere Bergsteiger trinken dieses hochgiftige Wasser auf dem Mount Shasta. Barium 83. Strontium 383. Diesen Sommer trinken die Bergsteiger quasi Gift. Sozusagen, ja. Ich jedenfalls würde einen Teufel tun und dieses Wasser trinken. Wir haben in diesen 5 Jahren pH-Werte im Boden gemessen, die 10 bis 12 Mal höher als normal sind. Das ist tadellos bewiesen worden und keine hohlen Spekulationen. Wir können einwandfrei beweisen, dass sich diese Metalle im Regen befanden. Wir haben teilweise sogar doppelte Proben. In seiner Heimatgemeinde im Burgenland traf ich Umweltminister Nikolaus Berlakovic und kontaktierte ihn mit diesem Thema. Ich bin eingeladen bei einem Vortrag, da geht es um Chemtrails. Was sagt Ihnen dieses Wort? Um Chemtrails. Chemtrails. Nicht gehört. Ich habe gestern ein Interview mit dem Bundesminister Berlakovic gehabt. Der kennt dieses Wort Chemtrail gar nicht. Was sagen Sie dazu? Das muss er sagen. Er darf's nicht zugeben. Nicht vorstellbar. Herr Minister soll sein und davon nichts anderes. Ja, würde ich sagen, dann ist er irgendwie fehl am Platze. Weil, wie gesagt, es ist an und für sich sein Job, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Umwelt betreffen. Und wie gesagt, das ist ja ein großes Thema anscheinend schon lange und auch, wie wir gehört haben, in der Politik ja auch schon bekannt. Ja, wahrscheinlich kennt das schon, aber das ist halt die gängige Aussage von Politikern zu brisanten Themen. Das kennen sie nicht. Ich habe gestern ein Interview mit dem Bundesminister Berlakovic gehabt und der hat mir gesagt, er kennt dieses Wort Chemtrail gar nicht. Was sagen Sie dazu? Da gibt es 2 Antworten. Entweder er ist so verlogen oder er ist so blöde. Was tut es, kann ich nicht sagen. Es gibt doch nicht, dass ein Mensch, der heute so exponiert ist wie ein Minister von unserer ganzen Umwelt, dass der niemals gehört hat über Chemtrails. Ich meine, das ist erschütternd. Was für Nieten haben wir da? Ich habe gestern mit dem Bundesminister Berlakovic gesprochen, der kennt das nicht. Wie bekannt ist das in Österreich? Wenn der Herr Bundesminister jetzt mittlerweile nach ungefähr 7 Jahren noch immer sagt, er kennt diese Technologie, die Hintergründe von Chemtrails mit, dann muss ich sagen, ist er der falsche Mann am falschen Ort. Chemtrails. Nicht gehört. Die Menschen müssen begreifen, dass die Atmosphäre so dünn ist wie die Farbschicht eines Basketballs und dass nur diese eine dünne Schicht überhaupt Leben auf unserem Planeten ermöglicht. Wir dürfen damit nicht willkürlich umgehen wie mit einem Labor und leichtsinnig damit herumexperimentieren, bis es kaputt geht. Das ist wirklich unglaublich, unglaublich dumm. Die Menschen müssen erfahren, dass diese Experimente nicht nur seit kurzem laufen, sondern schon sehr lange gehen. Schon vor 50 Jahren gab es unzählige Wettermanipulationsprojekte, von denen der Großteil der Bevölkerung bis heute nicht den leisesten Schimmer hat.
Und wenn jemand denkt, dass das nicht wahr ist, weil er ja sonst irgendwie davon erfahren hätte, dann bitte ich denjenigen zum Beispiel in Wikipedia Agent Orange nachzuschlagen und zu recherchieren, dass Regierungen tatsächlich Dinge tun, einfach nur weil sie es können und weil es niemanden gibt, der sie davon abhalten kann. Weil es diese immer gewaltigeren Militärmaschinerien gibt, wollen sie immerzu alles kontrollieren und es gibt tatsächlich ein öffentlich einsehbares Regierungsdokument, vielleicht kennen Sie es ja bereits mit der Überschrift Das Wetter beherrschen bis 2025, das genau dieses Ziel schriftlich festhält. Nebenbei bemerkt, verfolgt das nicht nur unsere Regierung. Es wurde der Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die amerikanische Regierung wetterverändernde Technologien entwickelt hat, sodass die neue Weltordnung in der Lage sein wird, Millionen von Amerikanern auszuhungern und die restliche Menschheit zu kontrollieren. Die Techniken zur Wetterkontrolle beruhen in erster Linie auf die Patente für das entsprechende Equipment. Die komplette Stellungnahme des Senators gesteht nicht nur zu, dass das alles existiert, sondern auch, dass es bis auf den Vietnamkrieg zurückgeht. Nun, meine Damen und Herren, der Titel unserer heutigen Folge hieß ja eigentlich Künstliches Wetter und Klima. Und ich fürchte, mein Deutschlehrer in der Schule hätte mir dafür ein Ungenügend gegeben. Thema verfehlt. Ich möchte aber gerade in den letzten Minuten Ihnen noch etwas über die Möglichkeiten erzählen, das Wetter und das Klima künstlich zu beeinflussen. Um das überhaupt zu bewerkstelligen, dazu müssen wir die Naturgesetze, das heißt die Wirkungsweise der Wettermaschine, erstmal richtig kennenlernen. Deswegen habe ich so lange darüber gesprochen. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, das Wetter und das Klima wirklich zu beeinflussen. Man kann das nur dadurch bewerkstelligen, dass wir der Atmosphäre entweder große Energien zuführen oder ihr große Energien entziehen. Denn nur dadurch wird die Wettermaschine in Bewegung gesetzt. Man kann der Wettermaschine, also der Atmosphäre, Energien zuführen, die sie selbst enthält. Und zwar in Form von Wasserdampf. Man kann Kristalle, feine Kristalle eines bestimmten Chemikals, das ist Silberjodid, in die Atmosphäre ausstreuen und dadurch werden Kondensationskerne erzeugt, die dann dazu führen, dass der Wasserdampf sich bevorzugt kondensiert. Und mit jedem Gramm Wasser, das sich aus der Dampfform in die flüssige Form umwandelt, werden 527 Gramm Kalorien frei. Und dadurch kann man ganze Luftmassen in Bewegung setzen. Man kann aber auch die Sonnenstrahlung stellenweise vermindern. Beispielsweise könnte man eine Rakete in den Weltraum schicken und bei der Rückkehr in die Atmosphäre in einer Höhe von 80 Kilometern, das ist eine kritische Höhe, könnte man Kohlenstaub absetzen, der dann sich verbreitet und wie ein Schirm wirkt und dadurch die Sonneneinstrahlung vermindert. Das sind natürlich noch Probleme. Das sind Projekte, die noch weit in der Zukunft liegen. Indessen, ich persönlich glaube daran und deswegen ist gerade die Wetterforschung im Zusammenhang mit der Weltraumwissenschaft für mich ein Lieblingsthema. Ich glaube, dass es möglich sein wird, in den nächsten 50 oder 100 Jahren das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. Es ist also so, meine Damen und Herren, wir sind ja jetzt am Ende unserer Sendereihe angelangt. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist eigentlich die beste Antwort auf die Frage, die der Titel unserer ganzen Sendereihe war? Was sucht der Mensch im Weltraum? Er sucht Erkenntnisse, um die Erde, auf der wir leben, zu einem besseren Planeten zu machen. Auf Wiedersehen, nun, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.